Freunde, seit gute 14 Tagen habe ich das iPhone 14 als meinen Daily Driver in Gebrauch und heute gibt es meinen Erfahrungsbericht dazu. Außerdem diskutieren wir die Frage, ob sich das iPhone 14 für 1000 Euro tatsächlich lohnt. Und los geht's! Ich muss zugeben, dass ich das iPhone 14 in den letzten 14 Tagen wirklich sehr, sehr gerne genutzt habe. Mein vorheriges iPhone war das iPhone 13 Pro Max, das ich hauptsächlich für meinen Job verwendet habe. Und das 13 Pro Max ist schon wirklich ein schönes großes, aber mit 238 Gramm auch ein schön schweres Gerät. Dagegen ist das iPhone 14 mit seinen schlanken 172 Gramm eine Wohltat und wirklich sehr angenehm in den Händen zu halten. Seitdem ich diesen direkten Vergleich zwischen den beiden Geräten habe, werde ich in absehbarer Zeit auch nicht mehr zu einem Pro Max Modell greifen, wenn diese weiterhin so schwer bleiben. Das große Display, was für mich immer ausschlaggebend gewesen ist, das Pro Max Modell zu kaufen, ist die ganze Schlepperei mir persönlich zumindest nicht mehr wert. Auch wenn man im Vergleich ein paar wenige Abstriche machen muss, die aber erschreckenderweise für Otto Normalverbraucher nicht wesentlich zu bemerken sind. Klar, wir haben beim iPhone 14 nur ein 60 Hz Panel verbaut, statt dem 120 Hz Panel wie bei den iPhone 14 Pro Modellen. Aber das iPhone 14 läuft auch ohne 120 Hz Display so schnell und flüssig, dass ich den Unterschied wirklich nicht gravierend finde. Beim Akku war ich sehr überrascht. Mit dem 3297 mAh starken Akku komme ich ebenso wie bei meinem 13 Pro Max satte 1,5 Tage aus. Ich hätte auch gedacht, dass ich bei der Kamera den Unterschied zum iPhone 13 Pro Max deutlich merken würde, aber tatsächlich nichts da. Hier mal ein paar Beispielaufnahmen vom iPhone 14 und dem iPhone 13 Pro Max im direkten Vergleich. Insbesondere die Lowlight-Aufnahmen des iPhone 14 haben mich sehr positiv überrascht. Ich finde, diese sind wesentlich besser als die vom iPhone 13 Pro Max. Man muss dabei bedenken, dass das iPhone 13 Pro Max bis vor 14 Tagen ungefähr das aktuelle Flagship-Modell von Apple gewesen ist. Und dass das iPhone 14 das kleinste der neuen iPhone-Serie da mithalten kann, das finde ich tatsächlich schon wirklich allerhand. Auch im Vergleich zum S22 Ultra, dem aktuellen Flagship aus dem Hause Samsung, kann das iPhone 14 durchaus überzeugen. Bevor wir jetzt zu den Kritikpunkten und der Frage kommen, ob sich das iPhone 14 für 1000 Euro wirklich lohnt, möchte ich euch gerne den Sponsor des heutigen Videos, Casetify, vorstellen. Diese haben mir ein paar ihrer Cases zur Verfügung gestellt. Casetify produziert seit Jahren hochwertigste Cases, die aus anderen recycelten Smartphone-Cases gefertigt werden. Und das nenne ich mal nachhaltig. Dank des innovativen, schockresistenten Designs ist dein Smartphone gegen Stürze, Schläge und andere äußere Einwirkungen bestens geschützt. Die Cases sind auf der Vorderseite und bei der Kameraaussparung leicht erhöht, wodurch das Display und die Kameralinse zusätzlich geschützt sind. Aufgrund der verstärkten Ecken halten die Casetify-Schutzhüllen Stürzen aus bis zu 3,5 Metern stand. Und das wollen wir doch jetzt mal testen. Gut, das waren jetzt natürlich keine 3,5 Meter, Überwindung gekostet hat es mich trotzdem. Und wie ihr seht, ist auch alles heil geblieben. Ich verlinke euch den Casetify Shop unten in der Videobeschreibung und über diesen Link spart ihr auch noch 15% auf euren gesamten Einkauf. Das iPhone 14 ist vom Design her extrem hochwertig verbaut, hat ein ansprechendes Design, ist schön leicht, die Performance ist dank des A15 Bionic Chip ohne Ausnahme super. Wo allerdings so viel Licht ist, da gibt es natürlich auch Schatten. Und damit kommen wir zu den Kritikpunkten. Mit iOS 16 gibt es ja jetzt die Möglichkeit, den Sperrbildschirm anzupassen. Das kann man entweder über die Einstellung machen oder man hält den Sperrbildschirm kurz gedrückt, dann kommt man ebenfalls in den Bearbeitungsmodus.
Was mir leider sehr häufig passiert und was ich extrem nervig finde, ist, dass ich den Bearbeitungsmodus des Sperrbildschirms aus Versehen aktiviere, weil ich das Gerät oft so in der Hand halte, dass mein Daumen auf dem Display zum Liegen kommt, vor allem wenn ich das Gerät in die Tasche stecke. Also für die drei Einstellungen, die man da jetzt auf dem Sperrbildschirm vornehmen kann, hätte Apple sich das wirklich auch sparen können. Was mir außerdem negativ aufgefallen ist beim iPhone 14, ist tatsächlich der Mobilfunkempfang. Das ist mir allerdings auch schon bei den Vorgängermodellen aufgefallen. Es gibt einige Orte, unter anderem auch in meiner Wohnung, wo ich mit dem iPhone entweder gar keinen oder nur sehr eingeschränkten Empfang habe. Dieselbe SIM zum Beispiel in meinem Galaxy Z Flip 4 und ich habe eigentlich ganz normalen Empfang. Was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass es nach wie vor keinen Fingerabdrucksensor gibt, den ich bei meinen Android-Geräten als super nützlich empfinde. Außerdem stört mich, dass wir noch immer keine Möglichkeit haben, die Apps auf dem Bildschirm frei anzuordnen, was ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann. Außerdem haben wir auch kein Reverse Wireless Charging oder sonst irgendein nützliches Feature. Und nützlich wäre es auch gewesen, statt dem Lightning-Anschluss endlich USB-C zu verbauen, dass man nicht immer mehrere Kabel mit sich rumschleppen muss. Und in dem Zusammenhang finde ich die maximal 20 Watt mit entsprechendem Schnellladegerät, mit denen das iPhone 14 geladen werden kann, schon ziemlich skurril. Und mein größter Kritikpunkt, mein persönlicher Superfail beim iPhone 14 ist, dass es keinen Splitscreen gibt. Jetzt werden viele sagen, ja, was willst du denn mit einem Splitscreen auf so einem kleinen Display? Ich nutze das bei meinem Galaxy Smartphones andauernd und ständig. Wenn ihr YouTube guckt, kennt ihr YouTube? Dann ist euch sicher aufgefallen, dass YouTube immer stoppt, wenn man die App verlässt, um irgendetwas anderes zu machen. Da ich YouTube allerdings für so viele Dinge nutze, zum Beispiel als Wissensdatenbank, um zu Themen zu recherchieren, um irgendwas zu lernen, was ich noch nicht kann, das kommt jetzt weniger oft vor, und natürlich auch einfach als Entertainment, dann möchte ich gerne YouTube schauen, aber zwischendurch eventuell auch mal meine E-Mails lesen oder auf eine Nachricht antworten. Bitte ohne, dass das YouTube-Video stoppt. Deshalb brauche ich den Splitscreen. Und den habe ich auf dem iPhone leider nicht. Keine Ahnung warum, weil auf dem iPad funktioniert es ja auch. So, nachdem ich jetzt das für mich wirklich Schlimmste auch loswerden konnte, stellen wir uns die Frage, ob sich das iPhone 14 für die 1000 Euro UVP wirklich lohnt. Nein, kauft euch einfach das günstigere iPhone 13 oder einfach irgendein anderes Gerät. Aber nicht 1000 Euro für das iPhone 14. Ob sich ein iPhone 14 Pro eher gelohnt hätte? Ich finde auch das nein. Die haben die Preise in Europa innerhalb eines Jahres um 250 Euro angehoben. Und somit sind diese aus meiner Sicht die wirklich jenseits von Gut und Böse, ohne gleichzeitig auch nur irgendeinen Mehrwert zu liefern. Das iPhone 14 ist ein gutes und solides Smartphone. Und ich habe im Grunde wirklich nur ein Problem mit den iPhones und das eigentlich schon seit über 3 Jahren insgesamt. Und das ist, dass sich das iPhone einfach überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Die iPhone 14 Pro Modelle und auch nur die Pro Modelle haben jetzt ein Always-On-Display. Das ist im Android-Bereich schon so alt und das gibt es schon so lange, dass es eigentlich schon eher retro ist, das jetzt neu auf einem Gerät einzuführen. Jedes Jahr, wenn ich das neue iPhone auspacke, habe ich das Gefühl, mir dasselbe Gerät, das ich vorher schon hatte, nochmal gekauft zu haben. Nur diesmal für noch mehr Geld bei einem kaum erkennbaren Mehrwert. Gleichzeitig ist Apple die wertvollste Marke der Welt. Für mein Dafürhalten ist hier etwas in den letzten Jahren ganz schön in Schieflage geraten. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht zum iPhone 14 heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und abonniert meinen Kanal, um zukünftige Videos über das iPhone 14 nicht zu verpassen. In diesem Sinne, Freunde, wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.